Hey Leute, willkommen zurück zu Faster Than Light. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch. Ich werde nach dem Run das Projekt erstmal pausieren, einfach aus dem Grund, ich komme mit den Videos nicht mehr wirklich hinterher. Ich hechel da hinterher und das macht auch ehrlich gesagt keinen Spaß mehr so wirklich, generell bei den ganzen Videos. Und ich muss mal wirklich jetzt mir beim Projekt, ich habe mir jetzt mal FTL das Projekt geschnappt und sage, okay, das pausiere ich. Das ist doch schon ein sehr komplexes Spiel und ich werde dem so einfach nicht gerecht. Ich würde mich gern mehr damit beschäftigen, aber ich schaffe es einfach nicht. Und deswegen, ja, müssen wir mal gucken, ob das in Zukunft wieder ein bisschen besser wird. Der Fokus liegt momentan ganz klar auf Dicey Dungeons und ich versuche das erstmal durchzuknüppeln. Und wenn ich dann wieder Luft habe, dann gucken wir mal weiter. Das heißt jetzt nicht, dass ich definitiv hiermit weitermachen werde, aber wie gesagt, wer weiß, was in der Zukunft ist. Aber es ist durchaus zu 60%, 70% doch schon möglich, würde ich mal behaupten. Gut, was haben wir hier? Ein Gegner, einen Energieaufhetzer. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, wir haben jetzt nicht mehr so viel Drohnenteile. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so prall. Ich glaube, ich habe das bisher auch immer so ein bisschen falsch gemacht. Was meine ich damit? Ich sollte vielleicht die Strahlendrohne erst aktivieren, wenn das Schild weg ist. Aber das Problem ist bei drei Schildbarrieren. Wie will man, kann man das überhaupt richtig timen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss erstmal der grüne Schild weg. Macht der Strahl eigentlich an dem grünen Schild Schaden? Das hätte ich jetzt eigentlich mal ausprobieren können. Aber, okay. Gut, dann machen wir das doch erstmal so. Wobei, du hältst, glaube ich, jetzt auch nicht so viel aus, oder? Na, es geht. Ich nehme mal eine Rakete. Ich meine, wir haben so viele Raketen. Dann spare ich jetzt mal ein bisschen an den Drohnenteilen. Und mit Autofeuer baller ich dann halt so da drauf. So, und dann bitte mal auf den Antrieb. Gibt es eigentlich zu dem Spiel eine Wiki? Zu dem Spiel gibt es bestimmt eine Wiki. Müsste ich mir mal auch anschauen. Vielleicht mache ich in Zukunft auch mal wieder zwischendurch Binding of Isaac, aber ich kann es nicht versprechen. Mal gucken. Also es ist nicht ganz aus der Welt, auch das Spiel nicht. Aber ich muss halt wirklich ein bisschen schauen, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Das ist jetzt doch hier gerade ein bisschen blöd. Aktiviere ich doch mal beide Drohnen, weil wir haben hier doch schon ein bisschen zu kämpfen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Das deaktivieren wir mal. Also die Drohnen müssen jetzt auf jeden Fall reichen. Jawohl. Gut, wir haben jetzt vielleicht so 20% Hülle verloren. Das gab auf jeden Fall jede Menge Schrott. Ein Drohnenteil immerhin. Gut. Jetzt der Auftrag. Notfall oder Auftrag? Ich sag mal Auftrag. Ich hätte gern mal irgendwas. Ach, komm schon. Rebellenschiff. Was soll das denn? Angriff. War sowas von Angriff. Gut. Damit gehe ich, glaube ich, boah, schießen wir mal auf die Schilde mit Ion-Dings-Booms, schießen wir auf die Waffen und wir aktivieren die Kampfdrohne. Noch 5 Drohnenteile. Die Luft wird langsam, was Drohnenteile angeht, doch ein bisschen dünn. Aber ganz ehrlich, würden die Drohnen keine Drohnenteile verbrauchen, dann wären die Drohnen viel zu stark in dem Spiel. Das ist auf jeden Fall meine bescheidene Meinung. Auch wenn ich jetzt noch nicht so viel Ahnung davon habe. Die fühlen sich doch recht mächtig an. Waffensysteme hatten gerade was abbekommen. Wir haben noch ein paar Raketen, also da ist auch noch Luft. Ah, die gehen auch immer auf die Waffensysteme. Was soll denn der Mist? Gut, dann Strahlendrohne auch aktivieren. Das ist vom Timing gerade richtig blöd. So, du gehst mal bitte dahin. Und reparierst die.
Wenn er die repariert hat und ich die wieder aktiviere, verbraucht er dann eigentlich auch einen Drohnenteil. Das wäre auf jeden Fall mal gut zu wissen. So, auf den Antrieb bitte. Ich habe hier gleich so einen Mantis-Spezialreparierer, der überhaupt nicht dafür geeignet ist. Oh, das hat aber... Da kam schon was bei rum. So, du hast das repariert. Dann nehmen wir... Ja, wieder super Timing mit der Strahlendrohne. Ich sollte die wirklich direkt aktivieren, wenn das Schild weg ist. Anders kann man das voll knicken. Autsch, das ging auf die Schilde und auf die Türen. Gut, dann wirst du mal loslaufen. So, dann bitte einmal aufs Cockpit noch ballern. Wir verbrauchen zu viel Munition, auch an Raketen. Das ist halt schon ein bisschen fragwürdig. Die wollen abhauen. Das finde ich mal überhaupt nicht toll. Aber der Antrieb, den haben wir schon gut einem mitgegeben. Wären da jetzt Drohnenteile bei, würde ich annehmen. Aber so nein. Und ich muss mich langsam mal um den Sauerstoff kümmern. Zwei Raketen, na immerhin. Immerhin zwei Raketen. So, ihr zwei lauft mal los. Kümmert euch da mal ganz fix drum. Das ging aber in der Tat fix. Gut. Was ich jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass die einzelnen Stationen im Raumschiff, wenn man die aufwertet, auch mehr Treffer- oder Strukturpunkte haben oder mehr aushalten, besser gesagt. Haben die wirklich mehr... Hat jede Abteilung hier, jede Station eigene Strukturpunkte oder kriegen die Gegner die dann einfach nur schwerer kaputt? Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Frage. So, wir sind jetzt hier. Das heißt, uns läuft die Zeit weg. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, zum Ausgang zurück. Ansonsten... Ja, nee, ja, zum Notfall, nee, das können wir knicken. Es wäre natürlich auch eine Strategie, wenn ich irgendwas hätte, also so ein Ausbau, der die FTL-Ladezeit, ja, dass der FTL-Antrieb schneller auflädt, dann würde sich das vielleicht sogar lohnen, das in Kauf zu nehmen. Aber das habe ich jetzt leider nicht. Oh, Schiffswerft in der Nähe, das ist doch mal nett. Die wollen unser Sensorensystem verbessern für 19 Schrott nur. Das machen wir doch. Das ist doch mal ganz nett. So, wie schaut das jetzt hier aus? Sensoren. Feindlicher Innenraum. Gut, dann hat er schon Stufe 2. Das ist super. So, hier packen wir mal die Energie drauf. Und dann düsen wir doch in den nächsten Sektor. Und zwar... Ja, Rebellengebiet oder Nebel? Rebellengebiet oder Nebel? Ich würde fast sagen Rebellengebiet und nicht der Nebel. Weil der Nebel ist wirklich zu unberechenbar. Dann beißen wir... Oh, das ist aber eine interessante Strecke. Wir müssen sogar hier lang. Haben gar keine andere Wahl. Interessant. Rebellenaufklärer. Wollen wir einen Außenposten verteidigen? Was hat der denn? Drohnen. Das sollte eigentlich... Ja. Machen wir das. Obwohl das schon ein bisschen gewagt ist an der Stelle. Und ich baller auf die Drohnenstation. Mit Raketen und... Nee, mit Ionen-Dingsbooms und mit dem anderen auf die Waffensysteme und dann aktivieren wir eine Kampfdrohne. Oh, da ist was kaputt. Das ist aber gar nicht gut. Der kann die sogar betäuben. Was ist denn da los? Die sind da aber echt ganz schön angeknackst. Wow. Das ist ja, hatte ich ja so noch nicht gesehen. Na komm, mach den platt. Genau. Und jetzt bitte mal alle wieder zurück. Da, wo er hingehört. Ich glaube, ich lasse dich mal erstmal lieber da. So.
Kampfdrohne. Tatsache, wenn ich die wieder aktiviere, dann verbraucht man Drohnenteil. Das ist natürlich. Oh, das ist schon wieder so einer. Was ist denn da los? Na komm schon. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Du gehst mal ganz fix zu den Schilden, bitte. Wir haben hier, glaube ich, ein klitzekleines Problem. Rakete, 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 Rakete auf. Und die brauchen ja auch noch nicht mal einen Teleporter. Ha, Rakete mal aufs Cockpit. Uiuiui, du läufst bitte mal dahin. Hallo, ach, du bist betäubt. Ja, du kannst nicht weglaufen. Das ist natürlich richtig Mist. Die gehen mir jetzt hier noch drauf. Oh, das ist ja mal super gemein. Was soll das? So, du machst jetzt aber bitte mit denen platt, ja? Und bitte einmal löschen, wenn es geht. Oh, die Schilde. Oh, die Schilde. Oh, du kriegst ganz schön auf die Nase. Oh Gott. Das, ich glaube, nee. Nee, wir hauen hier ab. Das gefällt mir nicht. Ah ja, genau. Und jetzt haben wir hier keine Wahl. Ja. Das ist ja, wir haben keine Raketen. Ich schieße mal auf die Waffensysteme damit. Ansonsten, wie sieht das denn, wir haben keine. Doch, wir müssten eigentlich. Na, dann aktiviere ich die beide. Wir haben jetzt auch keine große Wahl hier. Du gehst gleich drauf. Das ist nicht gut. So, du gehst mal bitte mit Feuer löschen. Da brennt ja mittlerweile alles irgendwie. Was ist denn da los? Grillparty oder was? Schafft ihr das da noch rein? Schafft ihr das da noch rein? Ja, vielleicht. Oh, verdammt. Gut, mir sind jetzt echt ziemlich die Hände gebunden. Ihr seid mal wieder fast hochgeheilt. Okay, geht ihr erstmal. Ja, nee, ihr müsst zu den Schilden. Ich glaube, ihr müsst echt zu den Schilden oder. Sauerstoff. Sauer. Was? Ja. Gut, soviel zum Thema Sauerstoff. 2361 Punkte. Na gut, das war's erstmal. Bis dann!